Hallo da draußen, wir sind wieder unterwegs, Klabbi und meine Wenigkeit, der Tommy, und wir sind wieder in Schweden unterwegs in den 80er Jahren und kämpfen gegen große, dicke Maschinen, und ich glaube, die sind immer noch sehr, sehr sauer. Wir haben gerade ein paar Brüder und Schwestern auf dem Gewissen, aber wir müssen ja, es nützt ja nichts, so langsam so in Richtung Norden bzw. Nord-Süden dieser wunderschönen Küsten- und Inselregion. Und haben jetzt hier tatsächlich eine Nebenmission, die so ein bisschen auf dem Weg liegt. Ansonsten nützt es nichts. Wir müssen quasi in das zweite neue Gebiet, wo wir waren. Im dritten Gebiet war es vielleicht ein bisschen zu weit schon für unseren Geschmack. Das haben wir nicht hingekriegt. Aber ins zweite Gebiet müssen wir wahrscheinlich irgendwie reinkommen. Ich packe meine Kamera mal auf die andere Seite. So, Klabbi, was heißt, was machen wir jetzt? Wollen wir eine Nebenmission machen oder wollen wir hauptmissionsmäßig da Richtung Bunker Minken? Das heißt, ich guck das gerade mal, wo Bunker Sorken wäre, weil Bunker Minken ist, glaube ich, sogar in dem Bereich der Minken. Der, also wo wir quasi zwei Gebiete weiter müssen, wo sie uns letztens so auseinandergenommen haben. Mhm. Das Gefühl habe ich nämlich fast auch. Ich glaube nämlich, bei mir wird nämlich Sorken, wenn ich jetzt nämlich auf Log mal gehe, Feldzugplan, Bunker Minken und Bunker Sorken. Wenn ich das jetzt mal Sorken gar nicht sehe. Siehst du Sorken? Nein. Der ist bei mir, wird auch doch. Wird nach wie vor nur Bunker Minken angeguckt. Wo ist Sorken? Sorken ist oben bei, wenn du da diesen Fluss folgst. Overbane. Da so ein Flüsschen, ja. Overbane, und ganz hoch bis Bu oder Bo. Ja. Und da ist bei mir wird der Feldzugplan Bunker Sorken angezeigt. Also noch fieser, noch weiter weg. Ja, und ich irgendwie aktualisiert es auch gerade irgendwie nicht so richtig. Bei mir habe ich den Eindruck, oder? Ist schon alles so richtig, nur wir checken das halt nicht so richtig. Und was ist mit dem Kommandobunker Feldplan, Netzplan gedöns? Kommandobunker Netzwerk? Da zeigt er mir auch wieder nur den Minken an. Ich krieg den Sorken gar nicht angezeigt. Ja, ich glaube, wir müssen da hoch. Wollen wir in den Unterschlupf auf der Grenze beamen? Ja, würde ich sagen. Dann Gott, mache ich eine Schnellreise. Ich habe auch ein bisschen Angst. Vielleicht müssen wir uns an die großen Maschinen vorbeischleichen. Ja, ich glaube, wir kommen nicht. Wegrennen? Ja, ich glaube, wir kommen nicht ohnehin darum, dass wir uns wahrscheinlich wieder auf dieser zwei Nooms schleichen, ducken, wegrennen Strategie irgendwie spezialisieren müssen wieder. Mhm. Ja, und ich muss mich mit dem Automatgewehr muss ich mich anfreunden. Ich habe für die gepisst zu wenig Munition. Das Ding ist, wenn diese Knie von diesen großen Dicken das Hauptziel sind, ne? Und wir arbeiten zum Beispiel mit einer Landmine. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn man sich jetzt hinschleicht zum Beispiel, wir müssen jetzt hinschleichen, eine Landmine setzen und genau da zur Landmine einen Feuerwerkskörper bauen. Mhm. Und er tritt auf die Landmine. Dann gibt's großes Badabum. Ja, ob das vielleicht funktioniert, weil der läuft da hinten so geschickt hinter so einem Hügel entlang. Und wenn man quasi sich auf den Hügel traut, das würde ich gerne mal probieren, bitte. Tommy ist schon wieder vor der Tür. Ja, warte. Jetzt komm! Nee, ich würde den einfach gar nicht bekämpfen. Dann lass uns Richtung Südost. Ich würde einfach sagen, wir haben Angst und wir dürfen Angst haben. Dann Richtung Südost. Ich muss noch eine kurze Einstellung vornehmen. Ich habe jetzt nämlich ständig diese blöden Lok. Gib mir nochmal Bunker Minken und diese Mission verfolgen. Sonst habe ich hier ständig so eine riesen Liste im Sichtfeld eingeblendet. Ja, jetzt sehe ich jetzt auch gerade erst. Wie mache ich die weg? Indem du eine andere Mission auswählst. Was? Und du läufst immer noch nach rechts. Ich dachte, wir müssen nach links.
Ja, aber an dem großen Dicken vorbei müssen wir Richtung Südost. Mann! Tommy, dann haben wir unterschiedliche Ziele. Also mein Ziel, was angezeigt wird für Bunker Minken, ich setze einen Wegpunkt, liegt da, wo die 2 jetzt ist. Und du rennst genau in die andere Richtung los. Jetzt müssen wir mal uns einigen. Den Klabbi, ganz kurz. Wir haben links von uns den großen. Also ja. Ist die logische Schlussfolgerung, rechts herumlaufen. Rechts herumlaufen. Ich laufe einfach mal nach. Oh, ich verstehe es nicht. Aber Hügel, Klabbi, den Hügel. Guck mal hier, da wo die City, die Hafen City, ne? So, links. Ja, von der links, laufen wir gerade weg. Ja, genau, richtig. Auf diesem Hügel, ein Stückchen Richtung Norden, da läuft dieses große dicke Tier rum. Noch ein Stückchen weiter Richtung Norden läuft The Big Boss Jagd Max Skin A430 Schlag mich tot Level 5000. Auch noch mit rum. Ja. Zusätzlich. 2 dicke Dinge. So. Meine Schlussfolgerung ist, nicht dahin zu gehen. Also laufe ich Richtung Nordost. Aber dann kommen wir doch nie nach Minken. Minken ist doch da, wo ich die 2 Grad hingesetzt habe. Minken ist doch links. Wieso machen wir denn jetzt Minken? Was machen wir denn? Ja, Bunker Sorken. Machst du mir mal die 1 dahin, wo der Bunker Sorken ist, weil den kriege ich gar nicht angezeigt, auch wenn ich ihn auswähle. Okay, dann verstehe ich, warum wir da langlaufen. Dann laufe ich dir auch gerne nach. Okay, alles klar. Wie kriege ich jetzt diese ewig lange Liste da weg? Indem du als Mission nur Bunker Sorken auswählst. Dann kriegst du halt eine kurze Liste. War die Liste schon immer da? Die nervt irgendwie ein bisschen. Es gibt irgendwo auch eine Möglichkeit, das auszublenden, aber ich weiß die gerade nicht. Ah, kann es sein? Klabbi. Ich hab's verstanden, wie es funktioniert. Okay, erklär. Verfolgen heißt, du verfolgst es mit einer Liste, ohne in den Log reinzugucken. Das, was wir an Symbolen haben, was aber auch total komisch ist, warum wird denn ein anderer Bunker angezeigt als meiner? Ich raff's nicht. Okay, ich raff's doch nicht. Okay, na, lass uns mal machen. Komm. Klabbi, das Spiel überfordert mich. Ja, an manchen Stellen hat das echt seine Herausforderungen. Ja, aber ich frage mich, warum? Weil, wieso wird bei dir, wenn ich dich einlade, warum hast du dann bei dir immer andere Missionen irgendwie? Das verstehe ich nicht. Weil es scheinbar davon abhängt, wer das Item aufnimmt, indem man die Mission erklärt kriegt. Wenn ich das aufnehme, ist sie bei mir. Wenn du das aufnimmst, ist die Mission bei dir. Ja, aber das ist doch Blödsinn. Ja. Stimme ich dir zu. Das führt doch nur zu Verwirrungen. Vielleicht ist das der Advanced-Modus, in dem wir hier sind. Oh, shit. Wir müssen leise sein. Warum? Weil der da genau ist, der Dicke. Ich dachte immer, wir dürften uns nicht sehen lassen. Aber leise wäre egal. Aber vielleicht müssen wir leise sein und dürfen uns nicht sehen lassen. Das Problem ist, ich habe noch das Problem, dass ich mich, dass ich gerade nicht sprinten kann. Liegt dir noch was Schönes? Ja, Loot, dann kannst du noch weniger sprinten. Ja, die Sanitärpakete, also die muss ich mitnehmen, noch was anderes ablegen, warte mal. Da muss ich tatsächlich. Ja, die Munition haben wir ja gelernt, brauchen wir. Feuerwerkskörper brauche ich nicht. So, 2x Rotpunkt-Optik. Funkgerät, Landmine. Ja, ich müsste die Landmine loswerden. Die hast du auch extra mitgenommen. Ja. Für den Dicken. Ja. Und ich habe 12-mal, also rein theoretisch eindecken könnten wir vielleicht irgendwie. Ich würde es gerne mal versuchen. Wo man eine Landmine setzen
und mal so einen Feuerwerkskörper? Ich glaube, eine Landmine allein und ein Feuerwerkskörper reicht nicht viel. Ich glaube, wir müssen ihn dann schon anlocken mit unserer körperlichen Präsenz. Hm. Und vielleicht sollten wir uns hier dieses, da wo ich jetzt ungefähr stehe, vielleicht sollten wir hier 2, 3 Landminen hinlegen. Dass der uns folgt, ne? Ja, genau. Okay, pass auf. Weil ich habe, glaube ich, auch noch eine Landmine irgendwo. Lass uns doch mal, ich habe 2 Landminen. Ich habe 4. So, dann lege ich jetzt nämlich hast hier du, mal... Hast du sie schon hingelegt? Nee. Okay, leg sie mal hin, ob ich sie sehe, wenn du sie hinlegst. Okay, weil ich sehe sie nicht mehr. Hier. Ah, jetzt sehe ich sie, okay. Dann lege ich noch eine hier hin. Und renn da nicht drüber. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn man drüber rennt. So, und eine baue ich hier hin. So. Und dann würde ich hier mal meine stärkste, also nicht nur so ein Feuerwerkskörper, sondern was, was richtig Krach macht. Ich habe doch irgendwas, habe ich hier ein Lautsprechermodul als Lockmittel. Das lege ich aber erst hin, wenn wir soweit sind, weil ich nicht genau weiß, ob das dann sofort losplärrt. Das heißt, eigentlich musst du jetzt in Anlocken gehen. Und ich bleibe hier stehen, wo die Minen sind. Das heißt, du kannst ein bisschen an mir vorbeirennen. Und dann lege ich es hin. Jetzt zwischen die 3 Minen. So, okay. Dann machen wir das mal. Feuerwerkskörper. Einen Platz zu. Ich hab gerade das Gefühl, einige Zuschauer sitzen hier und entweder gucken sie ganz neugierig zu oder sie beißen gerade in ihr Keyboard und sagen, nein, nein, tu das nicht. Okay, bist du bereit, Klabi? Ich bin bereit. Wenn du irgendwie 3/4 bei mir bist, lege ich das Ding hin und renne dann auch. Naja, pass auf. Wenn du ihn siehst, kannst du auch auf ihn schießen. Dann kommt er in deine Richtung. Okay. Sagen, jetzt würde ich ja gerne wissen, was beim Tommy passiert, aber hat gerade geschossen. Das interessiert ihn nur scheinbar nicht. Okay, das interessiert ihn. Oh oh. Schießt du nochmal? Oh, da ist irgendwas explodiert auf seiner Seite. Sieht doch scheiße aus. Ja, das ist gut. Okay, ich leg das Ding jetzt hier ab. Aber es tut nichts. Okay, es tut doch was. Oh Gott, ob das funktioniert, ey. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir uns dass die Minen zwischen ihm und uns sind. Das juckt den halt nicht so arg viel. Rechts von uns. Kommen noch welche. Was macht ihr denn hier? Einer ist kaputt. Jetzt ist die Muni alle oder was? Scheiße. Ich muss bohren. Okay.
bin sofort da. Ich müsste mich mal aufheben, aber es steht direkt einer neben mir. Und der große Oschi läuft, glaube ich, nicht dahin, wo wir ihn haben wollen. Ich hasse dieses Spiel. Ich gehe zurück zu dem Bunker und komme gleich wieder. Also kämpfen die? Wer kämpft denn da jetzt? Ich habe auch das Gefühl, sie kämpfen teilweise gegeneinander. Tatsache. Einzunehmen zwischen den Minen und den Viechern, also dass ja, die Minen zwischen uns liegen. Irgendwas schießt in meine Richtung, ja. Oh, einer hat mich entdeckt. Und zwar Ette, groß, der große. Na, aber hier ist gut, hier wenn ich ihn jetzt beschieße. Achso, nee, warte mal, das sind das zwei große? Ja. Ich hätte das Gefühl, da haben wir gerade gar keine Chance. Kein Plan mehr, wo die. Kein Plan mehr, wo die Minen sind. Da ist ja noch ein Dicker. Wir haben drei Dicke. Glaube ich. Lass uns zum Unterschlupf zurück. Und jetzt können wir links davon laufen. Jetzt machen wir die andere Quest. Huh! Irgendwas hat gerade richtig gut auf mich geschossen. Ist ja ätzend. Aber die kämpfen tatsächlich gegeneinander. Siehst du das? Kämpfen vielleicht die. Lass uns das mal beobachten, bitte. Oder auch nicht. Ich habe das Gefühl, irgendeine Form von Munition, also irgendjemand schießt in meine Richtung und geht immer so haarscharf vorbei. Ja, also einer, ja, aber die anderen beiden, die kämpfen gegeneinander. Ding ist, irgendwie. Stimmt. Siehst du das? Okay, wie haben wir das hingekriegt? Das Ding ist, der eine Dicke da vorne, der lässt sich so gar nicht beeindrucken. Nur das Ding ist, wie kommen wir da jetzt hin? Wie kommen wir da jetzt ran? Ja, die da hinten würde ich einfach mal gegeneinander kämpfen lassen. Das wird ja, irgendwann wird ja einer von beiden platt sein. Und dann mal einen weniger. Und bevor du den Dicken unter Beschuss nimmst, sag mir Bescheid, dann schieße ich mit. Ja, wo bist du? Rechts von dir. Alles klar, ich krauch mal langsam hin. Ich hab ne. Ich gehe hier hinter die Mauer. Ja, wobei gleich verschwindet er auch aus meinem Schussfeld. Der hat keinen Bock mehr. Der geht einfach weg. Der geht harvesten. Dann lass uns mal runter zu dem Kampf schleichen.
Okay, irgendwas hat mich jetzt hier geortet und ziemlich heftig beschossen. Dann mach doch mal die Lampe aus. Er hat wieder in die Richtung geschossen, aber ist nicht ganz zu mir gekommen. Scheint mir der zu sein, der die ganze Zeit beschossen wird, aber der steht da so in Deckung. Jetzt hat er mich wieder erwischt. Jetzt hat der andere dich im Visier. Ja. Weil der, den er im Visier hatte, ist hinüber. Jetzt schießt er ganz in die falsche Richtung, wo keiner von uns ist. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich was ab. Jetzt ist er hinüber. Nein, er hat nur einen Treffer abgekriegt. Mein Gott. Jetzt ist er hinüber. Uff, aber irgendjemand, Tommy, hat noch auf ihn geschossen. Ich glaube, wenn du zu schnell zu dich dran oder zu weit rangehst, wirst du entweder auf ein Rebellennest. Boah, ist das anstrengend. Es ist richtig anstrengend. Mein Gott. Ganz ruhig, Klemmi zu mir sagen. So, in diesem Sinne, geile Folge. Bis dahin. Haut raus, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann.